Hallo, meine Lieben, und willkommen. Neues Orakel, heftige Zeit, Sonnenstürme ohne Ende, die unser Energiesystem völlig durcheinander bringen. Ein Megamond, der jetzt auf uns zukommt, der richtig, richtig krass ist, der aber sehr positiv sein wird für Liebe und Partnerschaft. Also wir schauen es uns jetzt einfach an. Du kannst natürlich bei der Zeremonie noch dabei sein. Jetzt schauen wir uns an, was passiert. Wow, direkt die Wandlung, direkt die Veränderung, direkt die Transformation. Das ist das, was ich euch sagte. Mit Jupiter, Venus beim jetzt beim nächsten Neumond, und dadurch wird es einfach eine ganz krasse, super, super, super schöne Energie werden, und da sei bitte unbedingt dabei, wenn du diese Wandlung auch spüren möchtest. So, und wir haben drei Stäbe dabei. Das kann natürlich zum einen auch mal wieder die Perspektive sein, auf der einen Seite, aber auch so, dass du in manchen Punkten vielleicht nochmal zögerst, aber es ist auch der Aufbruch, ja, und hier ist es so, dass wir uns jetzt entscheiden, das auch loszulassen, das Zögern loszulassen und hier wirklich vorangehen und voranschreiten werden. Die Seelenverbindung, also ihr seht auch nochmal, dadurch, dass jetzt auch der Mond hier wirklich nochmal mit dabei ist, ist es wirklich so, dass wir diese seelische Kraft spüren, dass wir diese Seelenpartnerschaft auch spüren und erleben und eben dieser Mondzyklus ungemein wichtig sein wird, der jetzt auf uns zukommt. Wir sind natürlich teilweise in unseren Vorstellungen immer wieder auch drin und vielleicht auch in manchen Teilen einfach auch ein bisschen gefangen, ja, das muss ich also auch sagen, ja. Wichtig ist, dass wir die rosarote Brille jetzt abnehmen und uns dem Ganzen auch wirklich stellen. Und hier kommt das wirkliche Liebesglück mit rein. Das sind nämlich gleich hier 9 Kelche, das ist die Zufriedenheit, das ist den gemeinsamen Nenner zu finden, das ist wirklich diese sehr schöne Basis, die hier jetzt kommt, ja. Also aufbrechen, nicht zögern, rosa-rote Brille abnehmen, spüren, dass wir uns jetzt wandeln in der Energie, im Ganzen, was jetzt auf uns zukommt, und dann bitteschön in den Genuss reingehen. Das ist mal die erste wichtige Info, die wir hier haben. So, ich würde sagen, wir schauen auch ganz direkt weiter, was hier Sache ist. Übrigens, du kannst natürlich auch professionelles Kartenlegen bei mir lernen, mit einer super Online-Ausbildung. Ich würde fast sagen, ich habe mir echt 2, 3 Ausbildungen selber geholt und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was für ein Scheiß manchmal hier erzählt wird. Also wenn du fundiertes Kartenlegen lernen willst, folg mal dem Link unten und ich bringe es dir bei, sodass du es verstehst, kannst und vor allen Dingen auch was Richtiges sagen kannst. So, also, wir sind wirklich im Übergang, im Wandel drin. Ein Wiedersehen, ein Treffen ist direkt in der Gegenwart, auch da mit Unternehmungen. Es folgen 2 wunderbare Wochen der Klarheit, der Glückseligkeit, der eigenen Spiritualität, die hier kommt. Er will die Partnerschaft, er stellt sich treu an deine Seite, deine Verlustängste gehen raus. Auch störende Personen, die hier immer wieder versucht haben, Zwist reinzubringen, sind jetzt wieder wirklich ausgeblockt, die kriegen es zurückgespiegelt. Jetzt ist es nämlich jetzt auch die Zeit, wo etwas zurückgegeben wird, sprich, wo man etwas zurückbekommt, also auch durchaus etwas Negatives. Und deswegen ist das in jedem Fall immer ungemein, ungemein wichtig. Und du schaust in den Neubeginn der Liebe hier auch mit rein. Das ist direkt da. Er möchte das. Er löst sich von seinen Belastungen, von seinen Anhaftungen, von seinem, ja, wie Pech an den Fersen, ja, dass er so drauf klebt, dann löst er sich jetzt wirklich auch absolut von ab. Er wird darüber sprechen, es kommt zu klaren Gesprächen. Er schlägt auch eine Unternehmung vor, vielleicht auch eine Kurzreise oder Ähnliches. Bitte aufpassen, es kann irgendein Gerät keinen Kurzschluss im Zuhause kriegen, also da bitte ein bisschen aufpassen in diesem Punkt. Dann Zahnarzt wäre nochmal etwas, was nicht zu verachten wäre. Also da solltest du unbedingt drauf achten. Ansonsten sind es auch immer nur noch mal ein bisschen
sehnenmuskulare Schmerzen, stellenweise eben auch nochmal Hände betreffend, da ein bisschen aufpassen, kann auch immer mal eine Schnittwunde oder ähnliches sein, vielleicht hat er sich auch mit einer kleinen Sache verletzt, geschnitten oder so und wird dir darüber berichten. So, du bist wirklich auch jetzt auf einer Findungsphase deines Weges, das ist wunderbar hier drin, weil du findest jetzt dein Potenzial, deine Bestimmung, vielleicht ist es auch mal eine Ausbildung im nächsten Jahr, wo du partizipieren möchtest, kann natürlich auch sein, dass du sagst, ich möchte den Weg in die Spiritualität gehen, bin noch ein bisschen hin und her gerissen, aber auch dieser Punkt löst sich absolut auf. Du steuerst auf eine glückhafte Phase zu, mit dem nächsten Mond dreht sich hier einfach alles, also diese Unsicherheiten, diese Ängste, die fallen jetzt auch wirklich von dir ab. Aber du musst auch etwas dafür tun. Du kannst dich hier nicht nur ausruhen und sagen, ich warte ab, ich warte ab, ich warte auf ein Zeichen von ihm, ich warte auf ein Zeichen von ihm und so weiter, sondern nein, tu auch etwas, bitte. Denn das ist auch nochmal eine ganz wichtige Information, die hier mit enthalten ist im Ganzen. Ja? Und da muss ich sagen, man muss immer etwas an sich selber tun. Und hier haben wir wieder die Geburt. Also alles steht auf Neubeginn und Anfang. Und den wünsche ich dir von ganzem Herzen. Mucho, mucho amor.